Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe euch vor kurzem diesen Galaxy Lab Schleim vorgestellt und vor ungefähr 4 Monaten, da hatte ich euch schon mal so einen vorgestellt. Der war in einem bisschen anderem Behältnis und sah aber eigentlich so ähnlich aus, war auch so ähnlich vom Verhalten. Also wenn man das hier rausholt, schön glibberig und feucht und schleimig. Und diesen Behälter habe ich jetzt auch hier wieder gefunden. Aber da ist was ganz Komisches mit passiert. Das ist dieses hier. So ein bisschen wie ein Reagenzglas. Und da war eben genau dieser Schleim drin. Und das hat sich anscheinend aufgelöst. Und das finde ich so spannend. Deswegen wollte ich mir das einfach mal mit euch zusammen jetzt ein bisschen angucken. Also hier sieht man ja die vielen bunten Farben. Und hier hat sich das Ganze so vermischt, dass das jetzt einfach dunkelblau und glitzernd ist. Und wirklich komplett flüssig. Sowas Flüssiges, das hatte ich letztes Mal schon mal einmal. Ich hatte doch so Dinosaurier-Eier und da war auch eins so flüssig. Anscheinend löst sich Schleim nach einer Zeit auf und wird flüssig. Das sind jetzt meine ersten Erkenntnisse darüber. Jetzt sind wir ja seit einiger Zeit aktiv hier mit dem Schleim. Und jetzt merke ich, dass der Schleim nach einiger Zeit eben so aussieht. Nicht jeder, wir haben auch andere, die sind schon noch älter und die sind noch nicht flüssig geworden. Aber dieser hier, von der gleichen Marke, der wirklich genau so aussah, der sieht jetzt auf einmal so aus nach ein paar Monaten. Ich habe deswegen hier so ein Glas. Das ist ein Glas, da habe ich letztens so ein Tattoo drauf gemacht in einem Video. Das ist aus einem Tattoo-Set und das sind Tattoos, die kann man entweder auf die Haut machen oder eben auch auf andere Sachen, auf Papier oder auf Glas. Und in dieses Glas möchte ich jetzt das mal reinschütten und mir mal ansehen. Der Deckel ist auch so leicht bläulich gefärbt. Hier sind noch so ein paar Reste. Und das hier ist jetzt wirklich ganz flüssig. Ich drehe das mal so und dann schütte ich das hier rein. Ist sehr flüssig, aber auch so ein bisschen, man merkt so, dass es so ein bisschen noch ein paar kleine Teilchen auch drin hat und so auch so ein bisschen schmierig noch wirkt. Wenn man jetzt hier so guckt, sind da ganz viele kleine Glitzerpartikel und es schwimmen immer noch so ein paar Einzelteile darin rum. Zum Beispiel hier sieht man gerade, da ist noch so ein bisschen lila. Wenn man auch von hier unten guckt, da setzt sich auch direkt so ein bisschen der Glitzer ab. Hier ist so eine kleine Linie mit Glitzer und wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen weiter kippe, dann war jetzt hier gerade so eine leichte Linie. Also schön sieht das jetzt nicht mehr aus und damit kann man jetzt auch eigentlich gar nichts mehr anfangen. Spielen kann man damit jetzt nicht mehr. Es ist ja auch nicht so gesund. Also da steht ja auch drauf, dass man das nicht essen soll und nicht trinken soll. Und deswegen, wenn man damit so spielt und sich danach die Hände wäscht, ist das ja gar kein Problem. Aber hier mit dieser Flüssigkeit, da kann man jetzt wirklich nichts mehr mit anfangen. Das ist ja auch gefährlich, nicht, dass da jemand von trinkt, wenn man das eben so ein Glas hier hat. Deswegen werde ich das gleich auch wegtun. Ich wollte euch das einfach nur zeigen, weil ich ein bisschen enttäuscht auch war, dass das sich aufgelöst hat und dass man das jetzt gar nicht mehr verwenden kann. Und ich finde, das ist auch nochmal wieder ja so ein kleines Qualitätsmerkmal. Dieses hat sich aufgelöst und andere Sorten, die wir haben, die haben sich eben alle nicht aufgelöst. Deswegen, spricht das so ein bisschen gegen diesen Schleim. Der ist zwar wirklich toll, aber wenn ich denke, dass dieser sich hier dann auch bald auflöst, dann muss ich den natürlich jetzt noch ein bisschen ausnutzen und damit noch ein bisschen spielen. Weil der ist so schön und so tolle Farben und so schön glibberig, aber eben nach einer Zeit, die ja auch nicht so lang ist, das waren jetzt ja keine Jahre oder so, hat er sich komplett aufgelöst. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Ich wollte euch einfach zeigen, was ich hier gefunden habe bei uns beim Spielzeug. Aufgelöster Schleim.
Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Schreibt mal, ob das bei euch auch schon mal passiert ist. Habt ihr vielleicht auch Schleim und nach einer Zeit habt ihr da reingeguckt und gemerkt, dass der flüssig geworden ist? Also wenn ihr auch so Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Teilt mit uns die Erfahrungen und sonst schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!